Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Mit dieser epischen Musik im Hintergrund. Altnordische Musik. Oh, es ist also diese nordische Fantasy-Musik. Es ist oh, so gut. Da fällt mir ein, wenn ich gerade wieder an so Fantasy und so Zeugs denke, ne? Ich weiß nicht, was mitbekommen hat. Bei Kingdom Come Deliverance, das neue Spiel, ne? Was jetzt rausgekommen ist, was sehr auf Realismus getrimmt ist, gibt es ein Easter Egg. Ich weiß nicht, ob das von euch einige schon wissen, das Easter Egg. Für alle, die Witcher mögen, ne? Man kann Plötze in Kingdom Come Deliverance finden. Die Entwickler haben Plötze eingebaut. Und noch ein kleines Easter Egg bezüglich des Entwicklerstudios sozusagen. Finde ich echt schön, dass sie das gemacht haben. So. Hops, hops, hops. Gut. Hier würde ich an das Dach ransetzen quasi, ne? Also. Nein. Einfach so. Eventuell hier jetzt so. Das ist ja mein Zimmer und das ist ja hier alles, ich sag mal, offen, was das angeht. Hier kommen okay, eine Gitter rein, ne? Ich soll ja nicht ziehen, das ist ja mein Zimmer. Bettchen natürlich ganz oben im Turm. Hier unten. Hier können wir so eine kleine Kaffee-Ecke machen. Finde ich ganz schön zum Hinsetzen einfach. Hm. Ach, seht ihr, DecoCraft. Ich würde gerne hier eine Wendeltreppe benutzen. Natürlich brauche ich eine Wendeltreppe und DecoCraft. Kriegen wir aber hin. Das sollte man hinkriegen. Ich habe ja genug Blumen, ich habe ja eigentlich alles da. Ich brauche ja bloß einmal Ton. Rot brauche ich einmal. Grün brauche ich. Und blau, ne? Jetzt muss man nicht gucken, wo ich das Zeug habe. Also ich würde sagen, wir machen mal erstmal uns heute das gute alte DecoCraft. Und dann gucken wir mal, was wir heute noch alles brauchen. Gelber Farbton, hellgrün, ich brauche dunkelgrün, ne? Ich dachte, ich hätte das irgendwo, wir gucken mal ganz kurz. Ich brauche bloß eine Werkbank und die Farben. Blau, rot und, naja, rot-grün und einmal Ton. Für Blau könnte man aber zur Not auch noch, da können wir einfach so ins nehmen. Wir brauchen natürlich dann noch Farbstoff, um was basteln zu können. Rot, das würde ich ungern kaputt machen wegen ne, Rosen und so, das ist echt schön. Wir haben ja hier einmal roten Farbstoff. Ich hau das mal ganz kurz jetzt hier. So. Jetzt einmal den roten Farbstoff. Den grün. Für den grün hätte ich einen Plan B. Da können wir im Meer oder hier unten im Fluss. Es gibt eine bestimmte Korallenart. Die kann man zu dunkelgrünem Farbstoff zu quetschen. Das geht. Man muss halt nur wissen, welche. Ich weiß noch, so ein bisschen was weiß ich noch. Habe ich überhaupt schon mal Ton mehr geholt? Ich dachte, ich hätte schon mal Ton irgendwie. Irgendwie. Hier ist Essen drin nur. Ne, hier hat alles für Essen drin. Ich dachte, ich hätte schon mal irgendwie Ton. Wirklich gehabt. Ja, hier, ich hatte doch schon mal. Nö. Nö. Hier ist noch Lava drin, Daraus kriegt man auch grün. Das ist gut. So. Da muss ich schon mal 200 Ton. Wir brauchen natürlich viel, viel mehr Farbstoff. Ah, Hilfe. Erde, Erde. Ja, gut, so wie dazu. Dann würde ich sagen. Gucken wir mal ganz kurz hier.
Das sehe ich auch schon tun. Wisst ihr was? Es ist zwar jetzt nicht viel und es macht bestimmt auch noch keinen großen Unterschied. Ich meine, viel habe ich ja eh noch nicht. Aber wir machen mal ein bisschen Glück auf die Schaufel. Dann kriegt man vielleicht bei dem Ton schon mal ein bisschen mehr raus. Hier. Machen wir mal, wie machen wir mal? Zähne. So, einfach. Moment. Hier. Ne, wie gesagt, ist nicht viel. Haben wir ein bisschen Glück mit drauf. Da kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Ton raus aus der ganzen Geschichte. So. Rot. Ne, ich hole jetzt erstmal grün. Dann gucken wir mal, ob wir noch mehr Blumen finden. Grün und Ton können wir jetzt holen. Ich gucke gerade schon, ob ich es sehe. Das hier müsste es sein. Egelgras. Jupp, Kaktusrot. Alles klar. Ist nicht das? Das hat eine bestimmte Art hier bloß. Wo ist es denn? Ich fand es aber sehr schön. Also für alle, die die Folge jetzt sehen und die gestrige Folge sozusagen noch nicht gesehen haben vielleicht. Die gestrige Folge habe ich als kleines Live-LP einfach mal gemacht, weil ich sie nicht geschafft hätte zu rendern. Und es war schön, es waren einige Leute da, es waren viele neue Leute da, viele neue Gesichter. Es war schön. Hat Spaß gemacht, einmal so just for fun. So ein klein... What? Ich tue mal lieber den Ton hier weg, Mann. So. Zack. Da unten geht's irgendwo hin, die Frage ist, wohin? Halt, da ist noch Ton. Okay. So Not haben wir ja auch noch im Meer hier in der Nähe. Da kriegt man auch noch einiges. Und hier haben wir noch was. Ist das schon wieder dunkel? Ich werde mal. Auf der anderen Seite haben wir doch ein viel größeres Wasserbecken, ne? Ich gehe mal dorthin. Mist, ich will hier hoch. Lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich. Danke. Hops, hops. Alle hops. Wir gehen auch, so wie es aussieht momentan, ganz direkt auf die. Na, sagt schon. Das ist nämlich hellgrün hier. Auf die 800 Abonnenten zu. Ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir wieder wachsen. Das Wolfsrudel wächst. Ups. Wie ist die Musik gerade laut, ne? Wartet mal. Habe ich die Musik zu laut? Ja gut, ich passe das eben nachher noch ein bisschen an. Dum, dum, dum. Hier unten ist noch viel mehr Wasser. Wir gucken gleich nochmal hier. Ich hau mich bloß mal eben ins Bett. Ja, die Eisenbahn, wie gesagt, das kommt demnächst auch noch. Ich baue offscreen schon mal. Ich werde das als kleines... Als kleine Überraschung für euch machen, die Strecke, ne? Ich baue die Strecke einfach ein bisschen weiter. Schon für mich so. Zeige euch das aber nicht. Und wenn wir dann irgendwann soweit sind und die erste Dampflok vom Band läuft, dann fahren wir mal die Strecke ab. Dann zeige ich euch mal die Strecke, die ich gebaut habe. Sie ist schon, wer es sieht, also es geht auch schon dort mittlerweile jetzt drüber. Dahin geht es sogar schon rum. Sie ist schon ein Stückchen weiter. Aber warte mal, da fällt mir was ein. Ich kann ja noch. Ich mache euch mal ein kleines Thumbnail, was einfach nur in die Richtung guckt. Ich bin gefragt, hier habe ich auch nochmal schon wieder ein Stück weiter gebaut. Hier so will ich den Kanal machen. Hier will ich den Weg in die Richtung machen, wo dann noch ein bisschen was von der Stadt kommt.
Hier wiederum läuft das aus, denn hier ist wie so ein kleines Wasserwerk, denn das Wasser von dem Kanal wird im Prinzip hier vorne dann ja mit hier runterlaufen. Oh, hier ist rot. Perfekt. Ja, wird nämlich alles hier unten mit reinlaufen im Prinzip. So. Ist natürlich doof, jetzt die Blumen zu benutzen, aber ich habe leider gerade keine großen Möglichkeiten. Wer Ton sieht, bitte einmal schreien, aber nicht mehr ins Ohr. Mit Kopfhörern ist das nämlich so toll. So. Guck mal, hab Ton gefunden. Überraschung, ne? Okay. Erde, Ton. Das war jetzt Erde. Jetzt haben wir diesen Atmungshelm. Ups. Okay. Hier haben wir noch grünen Farbstoff. Blau, wie gesagt, da müssen wir halt erstmal Lapislazuli nehmen. Lapislazuli. Obwohl ich das nicht unbedingt will, aber für so ein paar Treppen kann man das schon machen. Für so ein paar Wendeltreppen. Ich möchte auch unterwegs, also auf halber Strecke von dem Turm, möchte ich quasi auch mir so eine kleine Zauberecke machen, also natürlich mit Witchery. Es gibt einen Kult, ne? Naja, Kult kann man da. Religion kann man es aber auch nicht nennen. Sekte will ich es nicht nennen, weil das klingt irgendwie doof. Dafür ist die Sache irgendwie zu cool. Es gibt so eine Art Hexenkult. Ja, und ohne Quatsch gibt's. Das ist, kann man so einreihen in die Richtung Homöopathie oder so. Ja, wie kann man das sagen? Wo man eher ein bisschen lächelt, wo man denkt, naja, das hilft nicht wirklich, Freunde, nimm mal lieber richtige Medizin. Weißt du, sowas in der Richtung, es klingt jetzt voll blöd, ja, aber sowas in der Richtung müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen. Mit Zaubern und so und Ritualen halt für Körper und Geist. Ne, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Hab mich mal angeguckt, wie das bei denen da läuft. Soll ich mich mal nicht belesen ein bisschen. Ist voll interessant. Ist voll interessant. Kann man nicht meckern. Wenn man also das alles sich durchliest. Es gibt um massenhaft Bücher für junge Hexen, das heißt richtig so. Also eine Art Hexenkult. Es gibt natürlich auch männliche, also Männer da drinnen in dem Kult. Hexer gibt es natürlich auch, ja, das ist kein Problem. Ist ja heutzutage alles, muss ja alles politisch korrekt sein. Aber, also es kommt mir so vor, wenn ich mich da belese und die Foren so ein bisschen angucke, was da so geschrieben wird. Männer ja, aber sie haben nicht so eine hohe Stellung. Also es ist eher so, sie werden geduldet. Es klingt voll doof. Das klingt voll doof und alle Männer, die gerade hier zuhören, meine Herrschaften, es tut mir wirklich leid, aber es klingt für mich so. Sie werden geduldet halt, ne? Ich kann ja sagen, sie erfüllen halt einen Zweck. Das klingt auch so böse. So kommt es mir vor, es ist aber bestimmt nicht so. Aber nicht so mal, dass du liest und so. Das macht bei mir den Eindruck. Also es ist eher von Frauen dominiert quasi. Ne? So, aber du kannst halt, also die versuchen halt auch alle selbstständig Zaubersprüche und so zu kreieren. Da denkst du jetzt auch so, wie jetzt? Habe ich auch, ja, klar, ne? Denkst du auch so, wie soll das funktionieren? Ohne Scheiß. Die denken sich wirklich so eigene Zaubersprüche teilweise aus. Oder Rituale, die halt Körper und Seele helfen sollen. Man muss irgendwie schmunzeln, wenn man das sich so in. Ich muss auch gerade schmunzeln, wenn ich das so erzähle. Aber es klingt faszinierend. Ja, einfach das, was halt immer in der Fantasiewelt war bis jetzt für mich so an sich, in solche Welten, wo ich halt gerne abtauche. Und wo ich in meiner Fantasie halt auch gerne solche Welten einfach abtauche.
machen die mit ihrer Lebenseinstellung quasi, ja, machen die das einfach in real. Und sagen, ja, ich schreibe heute mal neue Zaubersprüche. Da denke ich auch so, what? Klingt irgendwie voll cool. Und ich weiß jetzt, wie geht denn das? Ne, wisst ihr, wie ich es meine? Oh Gott, wir haben viel Ton. Ach du Pack, haben wir viel Ton. Ne, also wisst ihr, wie ich es meine? Das klingt voll faszinierend. Ohne Quatsch. Und ich habe mir, ich gebe es zu, ja, ich habe es getan, ich habe mir ein paar Bücher bestellt, um diese ganze Sache rum, damit man das mal so erklärt bekommt, ne? Also, wenn du dir, da kannst du wirklich ein Buch quasi holen mit Zaubersprüchen drin. Das ist voll creepy, wenn man das nicht so durchliest. Da wird gebellt. Es ist halt so. Oh, Sani. Ich bin gerade am Erzählen, das ist gerade voll interessant eigentlich. Es ist halt so. Für mich war halt diese Fantasiewelt, ist das halt so. Fantasie, es ist halt so, ich weiß, dass es nicht da ist, aber ich wünschte es, es könnte irgendwie da sein. Wenn es auch nur in meinem Kopf ist. Ne? Wenn auch nur ich halt die Fantasie habe, dass es für mich gibt es Magie in der Welt, für mich sieht die Welt viel bunter aus, als sie es eigentlich ist. Könnt ihr das so, könnt ihr verstehen, worauf ich hinaus will? Was ich damit so will meine? Dass die Welt halt größer ist, als wenn ihr jetzt sagt, ihr schaltet den Fernseher ein und seht die Nachrichten, ja, wieder hier, lalala. USA läuft wieder drüben im Nahen Osten ein und hast nicht, whatever, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte einfach, dass die Welt größer ist. Und ich habe ja so, ich habe ja den Glauben, also ich habe religionstechnisch, Religion kann man es eigentlich nicht nennen, direkt, es ist eher so ein alten nordischer Glaube, den ich habe. Also ich glaube es nicht jetzt an Thor und diese ganzen alten Götter, ja, nicht sowas. Es ist mehr, es ist halt schwierig, den eigenen Glauben so ein bisschen zu erklären. Man könnte es Heiden nennen. Also das Heidentum, so geht so in die Richtung. Die Vorstellung, dass es halt mehr in der Welt gibt als ja, das, was ihr halt tagtäglich in Fernsehen und lalala seht. Dass in der Natur noch mehr versteckt ist und ne, alles so. Es ist halt schwer zu erklären. Und von den meisten wird es halt belächelt. Aber es ist bei mir halt eher so. Warte mal, ich wollte so einen Blog machen, genau. Es ist bei mir halt eher so, dass ich mir einfach wünsche, dass da mehr ist. Ja? Es ist nicht so, dass ich davon überzeugt bin, dass da mehr ist. Ich wünsche mir einfach nur, dass da mehr ist. Weil ich es cool fände, wenn da so mehr wäre. Magie zum Beispiel, wenn das, ne? Wenn das da wäre, ich fände das so krass. Ich kann mir das so nachvollziehen, was ich meine. Oder wie ich es meine. Es ist halt schwer zu erklären. Und da habe ich halt, wo ich diesen Kult, ich nenne es auch mal Kult, diesen Hexenkult gefunden habe, quasi. Dass da wirklich Leute sagen, ja, wir wollen daran einfach glauben, dass es sowas gibt wie Magie. Bin ich davon ganz ehrlich fasziniert. Es passt zu meiner Religion, ich muss halt immer wieder Religion sagen, es klingt auch voll doof. Ich sage mal zu meiner Einstellung mit dem Heidentum und alles, mit der alten Religion sozusagen, passt das halt sehr gut. Und darum bin ich da halt gerade auch am Lesen und manchmal auch mal Bücher geholt und mal reingucken in die ganze Geschichte. Habt ihr eigentlich, wenn man jetzt mal so in die Runde fragt, ich weiß, es ist meistens ein heikles Thema, aber habt ihr eigentlich so eine Religion? Glaubt ihr an was? Christentum, Buddhismus, obwohl Buddhismus ist weh. Also für mich ist Buddhismus weniger eine Religion als eine Einstellungsfrage. Ne? Also niemanden, nichts töten, keinem Lebewesen Schaden zu fügen, nicht ein Mensch jetzt allgemein. Es ist, finde ich, einfach eine Lebenseinstellung, weniger eine Religion. Klar wird es als Religion geführt, aber für mich jetzt, ne? Also ich finde es irgendwie eher als man, das ist eine gute Lebenseinstellung, wo nichts Falsches dran ist. Es ist halt alles so schwierig, gerade zum Thema Religion und so, damit auch offen zu reden, einfach mal. Es ist halt schon creepy. Ich trage auch meistens Medaillons oder manchmal auch so Armketten, also so Armreife, die so ein bisschen aus dieser alten Zeit so optisch gemacht sind. Mit dem Lebensbaum zum Beispiel, Yggdrasil, also diese alte, ne, dieses alte von ganz, ganz, ganz früher. Habe ich schon sehr oft, trage ich sehr oft sowas. Aber ich hätte mal wieder was Neues, muss ich sagen. Mit so einem Wolfskopf oder so. Ich verlabere mich gerade schon wieder total.
Das sind also Themen, ne? Ich rede halt einfach gerne mal über sowas. Und die meisten fühlen sich immer gleich angegriffen, wenn du sagst, nee, ich habe nicht diesen Glauben wie du. Dann ist das gleich, oh, wat? Kommst in die Hölle und lalala und das höre ich sowieso schon ab und zu mal. Wenn ich mit den falschen Leuten rede, höre ich das ab und zu mal. Aber naja, was soll's. Es interessiert mich nicht, ich glaube nicht dran. Ne? Da ist für mich gut. Ich brauche, jetzt weiß ich, was ich holen wollte. Ich wollte Lapis Lazuli holen. Ich muss ein bisschen Lapis Lazuli investieren, leider. So was, dieses Thema, ne? So dieses Thema allgemein. Oder falls ihr auch so, ich sag mal, interessiert an diesen, an diesem alten Glauben, Magie, ich weiß keine Ahnung, ich könnte sagen, Naturgeister oder whatever. Ob ihr euch dafür interessiert oder fasziniert, oder begeistert halt einfach nur. Wir können so ein Thema ja auch mal im Livestream auch mal bequatschen, live so. Da könnt ihr mir direkt Fragen stellen und ihr könnt euren Standpunkt so ein bisschen zu Themen wiedergeben. Das könnten wir auch mal machen, einfach mal so. Fände ich okay. Wenn man halt jeden anderen Seins gönnt, dann ist das natürlich toll. Also da habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Okay, das bringt verdammt viel. Wir haben nicht viel Rot, aber das ist nicht so schlimm. So, wartet mal. Die Folge ist gleich zu Ende. Ich will bloß noch ganz schnell die Treppen. Hier. Schwarz mit Holz? Ja, denk schon. Ich mach mal 10 Stück. Ich guck mal, ob das aufgeht. Aber ich würde sagen, wir schlafen kurz und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.